Herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem Video außerhalb der üblichen Lego-Stadt-Reihe. Ich habe mir das erste Mal seit Ewigkeiten wieder ein Lego-Set gekauft, und zwar das Home Alone-Set aus der Lego-Ideas-Reihe, weil das Ding nämlich wirklich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Lego-Verhältnisse hat. Das kann man gar nicht anders sagen. Und mir geht es nicht darum, das Set hier irgendwie 1:1 einzubauen in der Lego-Stadt, so wie es ist. Da kommen selbstverständlich nur Mocks rein, das passt auch gar nicht zum Stil der restlichen Gebäude, steht ja völlig außer Frage. Aber mir geht es um die Einzelteile, die hier drin sind. Dementsprechend werde ich heute in der Folge das Set ausschlachten. Den Innenraum werden wir jetzt direkt mal zu Beginn verwenden, um da hinten zwei Gebäude mitzufüllen. Ich habe vor, das sandblaue und das sandgrüne Gebäude, die ja beide noch leer stehen, mit den Betten da drin zu füllen. Die sind wirklich genial, werdet ihr gleich sehen. Und da möchte ich vor allem die zweite Hälfte des heutigen Videos damit verbringen, das Set auszuschlachten und euch zu zeigen, unter welchen Umständen sich das auch für euch lohnen könnte. Ich habe jetzt mal damit begonnen, den Innenraum leer zu räumen, und da sind schon die ein oder anderen netten Kleinigkeiten drin, kann man gar nicht anders sagen. Insbesondere hier diese Bettbautechniken gefallen mir unfassbar gut mit diesem aufgeschlagenen Bett. Und die Sache ist halt auch folgende: Ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, 25 Häuser oder was hier drin stehen, und das wären ja noch bedeutend mehr. Wenn ich jetzt für jedes einzelne Haus immer Betten selbst bauen müsste, irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Und wenn es dann wunderbare vorgefertigte Betten gibt, dann nehme ich das mit Kusshand an und bin wirklich froh darüber, wenn ich hier für meine Gebäude, wie zum Beispiel das aus der letzten Lego-Stadt-Folge gebaut haben, Dinge für den Innenbereich habe, die wir da reinbauen können. Und genau damit starte ich jetzt mal. Ein bisschen was werde ich natürlich ergänzen müssen, Treppen und so weiter, ihr wisst Bescheid. Aber an sich, was die Innenausgestaltung angeht, werde ich jetzt mal anfangen, hier die ein oder anderen Sachen weiter zu verwenden. Bei der unteren Etage habe ich jetzt als allererstes mal damit begonnen, alles mit Flatholz zu grundieren. Zum einen fand ich es hier schöner, wenn keine Noppen zu sehen sind, und zum anderen musste über den Boden schon mal so ein bisschen Farbe rein. Ihr seht schon, die ganzen Wände sind komplett grau. Dann kommt dazu, dass ich eine graue Platte unten verwendet habe, und damit wäre das einfach zu trostlos gewesen, und das konnte man ganz gut lösen, indem man hier Dark Tan und Dark Red in den Flatholz mischt. Ihr kennt das ja, das habe ich hier unter anderem schon draußen gemacht. Vor dem Parkcafé finde ich eine sehr, sehr schöne Mischung und ist schnell erledigt, weil das ist ja auch immer so eine Sache, das sind keine komplizierten Muster. Dann habe ich als nächstes, und das ist jetzt der wichtige Part, die Küchenzeile 1:1 weiterverwendet. Hier hinten die Herdplatten, da vorne die Mikrowelle, das ist auch eine echt nette Idee gewesen. Ein Waschbecken, was da ist, und hier unten unter der Treppe, das war natürlich auch super passend, ist die Waschmaschine eingebaut. Das hier ist jetzt hier der untere Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass hier hinten noch ein, zwei Haken hinkommen für irgendwelche Klamotten, weil hier ja wirklich gerade die Tür ist, dass man reingeht, hier seine Anziehsachen aufhängt und dann eben raufgehen kann. Und das ist dann das nächste Stockwerk. Und ihr seht schon, hier oben habe ich mit der Noppenoptik gearbeitet, weil ich es in dem Fall ein bisschen schöner fand, wenn der Kontrast da ist zwischen dem glatten Bett und den Noppen im Untergrund. Hier ist ein Schreibtisch, und hier hinten habe ich dann auch wieder aus dem Home Alone Set in dem Fall das Waschbecken und die Toilette weiterverwendet. Ganz einfach ausgestaltet, aber alles drin, was man braucht. Und es hat natürlich dementsprechend viel Zeit gespart, hier die Sachen aus dem Home Alone Set weiterzuverwerten. Und damit würde ich sagen, machen wir direkt mit dem nächsten Gebäude weiter. Noch stehen ja hier einige Betten rum. Dann als nächstes zum sandgrünen Gebäude. Da habe ich vor allem hier in der oberen Etage die Sachen aus dem Home Alone Set weiterverwendet. Komme ich gleich zu, davor noch ganz kurz die unterste Etage, alles wieder mit Flatholz ausgepflastert. Eine Küchenzeile, obwohl die in dem Fall nicht aus dem Home Alone Set stammt. Ein kleiner Esstisch in der Ecke, und dann geht die Treppe rauf. Und hier oben, finde ich, wird es dann erst richtig gemütlich, wo ich dann eben die Sachen weiterverwendet habe. Vor allem habe ich auch sehr viel abgewandelt. Zum einen hier hinten das Bett, da war so ein komischer Dunkelblauton drin, den habe ich rausgeschmissen. Der hat ansonsten nicht gut reingepasst. Stattdessen habe ich Braun hinzugefügt, weil das zur Wanduhr passt. Hier diesem kleinen Geländer, was da ist, auch zu dem Fernseher bzw. zu dem Tisch. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht, und zwar fangen wir mal mit der Wanduhr an, weil die ist an sich wirklich schön, muss ich sagen. Allerdings, hier war kein Print drin, sondern dieser Aufkleber. Und das ist auch das, was ich am ehesten kritisieren würde bei diesem Set. Und was auch ganz klar zu kritisieren ist, dieser Sticker-Überfluss. Vor allem bei so unnötigen Sachen wie einer Uhr. Ich weiß, es ging um diese 9-Uhr-Geschichte, dass da, glaube ich, die Einbrecher kommen. Und deshalb haben sie das nicht als Print da gehabt, haben einen Sticker gemacht. Aber es sieht halt einfach tausendmal schöner aus mit diesem braunen Print auf dem Round-Flat-Teil, den es da zusätzlich zur Verfügung gibt. Das war, glaube ich, beim Assembly Square, habe ich dementsprechend ausgetauscht. Genauso ausgetauscht habe ich dann auch den Fernseher. Da war ja auch wieder, ich glaube, das hier war der Sticker, also hier dieses Gesicht, der Film, der da lief, und den habe ich eben auch ausgetauscht. Finde ich einfach besser, wenn da Prints drin sind. Hier oben noch ein kleines Bild dran gehängt, diese kleine Stehlampe habe ich übernommen, und dann habe ich ansonsten noch den Teppich ein bisschen modifiziert und verkleinert, und damit passt die obere Etage und, finde ich, sieht wirklich gemütlich aus.
Jetzt dann aber zum wichtigsten Part bei diesem Set, und zwar den Einzelteilen. Ich werde es jetzt so machen, dass ich das in drei Hauptkategorien einsortieren werde, die Steine. Zum einen die Fenster, das ist mit Abstand das Wichtigste. 115 weiße Fenster. Ich gehe gleich genau darauf ein, was das für Auswirkungen haben könnte auf die Bricklink-Preise und vor allem die Verfügbarkeit der Fenster auf Bricklink. Dann werde ich die weißen Slopes einsortieren und einen Haufen machen mit braunen Bricks. Vielleicht werde ich die Profile-Bricks trennen. Das muss ich jetzt schauen, je nachdem, wie viel bei rumkommt. Eine letzte Sache noch, falls ihr euch fragt, warum ich die Sticker aufgeklebt habe. Das war nicht ich, sondern ich habe das Set Brickstory abgekauft, weil er das für sein Review gebraucht hat. Und dementsprechend sind die Sticker drauf. Als Einzelteilmensch würde man die natürlich einfach entweder weiterverkaufen, die Stickerbögen mit der Anleitung oder irgendwie sowas, oder halt einfach gar nicht drauf machen, wenn man die behalten möchte. Ich bin gerade dabei, den ganzen Spaß wieder abzubauen und einzusortieren. Bei euch wäre das natürlich, wenn ihr das Set nur zum Ausschlachten kauft, nicht der Fall, dass ihr das alles wieder auseinandernehmen müsstet, lästigerweise. Zwei Steine, um die geht es mir insbesondere. Zum einen, ganz, ganz wichtig, die weißen Fenster. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte, vielleicht sogar mittlerweile schon in die 1000 Stück, ich davon insgesamt in der Stadt, sowohl hier im Fachwerkdorf als auch da drüben in der Lego-Stadt verwendet habe. Die Dinger sind einfach nie verfügbar auf Bricklink. Das ist total lästig. Ihr habt das auch immer wieder in die Kommentare reingeschrieben, dass ich die immer aufkaufen würde. Ist aber nicht der Fall. Ich habe es meistens bei Lego direkt bestellt über Steine und Teile. Nichtsdestotrotz, durchschnittlicher Bricklink-Preis für den Rahmen 23 Cent, für die Glasscheibe in Transclear 12 Cent, zusammen 35 Cent, sind allein hier mit einem durchschnittlichen Bricklink-Preis 40 Euro an Fensterscheiben mit dabei. Hier geht es weiter mit dem nächsten Stein. Der kam das allererste Mal so vor. In Braun ist ein Profile Brick, sind jetzt in dem Fall 143 mit dabei. Insgesamt, wenn man es hochrechnet, aber der würde noch im Preis runtergehen, sind allein Profile Bricks im Wert von 43 Euro aktuell mit dabei. Heißt hier, allein diese beiden Bereiche über 43 Euro. Und da haben wir noch gar nicht über Minifiguren und was weiß ich alles geredet. Insgesamt, das kann ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, ich mache es gerade so. Ihr seht schon, ich bin längst noch nicht durch mit dem Ausschlachten. Aber ich mache es so, Braun werde ich in der Westernwelt vor allem verwenden. Werde das auch alles mischen, weil ich suche in dem Fall tatsächlich nicht nach irgendwie bestimmten braunen Steinen, sondern wenn ich ein Gebäude baue, dann brauche ich vor allem braun. Heißt, in dem Fall sortiere ich ausnahmsweise nach Farbe, im Gegensatz zu diesen ganzen Brick und Plate Modifieds, wo Noppen zur Seite rausstehen. Da geht es ja wieder primär um die Funktion. Sprich, man möchte Noppen umdrehen, um 90 Grad zur Seite rausbauen, und dann sortiere ich nicht nach Farbe, sondern in dem Fall nach Funktion. Das ist so ein bisschen mein Gedanke dazu. Ansonsten sortiere ich natürlich noch Türen aus, die ganzen Plates, die größeren, die mit dabei waren, um die verschiedenen Stockwerke zu bauen. Auch da natürlich wieder, das sind alles Teile, die durchaus deutlich über dem 6,3 Cent Durchschnittsteilepreis für die UVP liegen. Das bringt mich auch direkt zum nächsten Thema, weil ich wollte auch ein bisschen darauf eingehen, wie ihr den durchschnittlichen Einzelteilpreis in dem Set runterbekommt, wenn ihr das vorhabt, auszusortieren. Am einfachsten kann man den Preis für die Einzelteile letzten Endes dann natürlich drücken, indem man ganz einfach die Minifiguren verkauft. Die Sache ist jetzt halt folgende, und zwar, die Figuren sind alle noch komplett neu auf dem Markt, dementsprechend noch nicht oft auf Bricklink gelistet. Aktuell günstigstes Angebot liegt bei über 70 Euro für die Minifiguren. Das zahlt natürlich kein Mensch. Ich glaube, danach geht es bei 100 irgendwas weiter. Also das wird noch gut runtergehen im Preis, das ist völlig außer Frage. Aber selbst wenn er die jetzt für 40 Euro verkauft bekommt, dann die richtigen Angebote mitnimmt, VIP-Punkte mitnimmt bei Lego, kommt er letzten Endes auf einen Teilepreis von gut unter 5 Cent, wo es sich dann auch wirklich lohnt mit den Fenstern, wenn ihr die braunen Steine verwenden könnt. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr keine braunen Steine braucht. Am Ende des Tages irgendwann lohnt sich das dann natürlich auch nicht, nur für die Fenster. Das muss man sich dann leider auch eingestehen, ist es das Set dann auch nicht wert. Um jetzt nochmal auf den Preis einzugehen, und jetzt wird es nochmal ein bisschen trockener, für die 250 Euro UVP, selbst ohne Cashback-Punkte zahlt ihr 6,3 Cent Einzelteilpreis. Mit 5% Cashback, die bekommt ihr immer, egal was für Angebote gerade bei Lego sind, bekommt ihr für 6,00 irgendwas Cent die Einzelteile, was schon sehr, sehr gut ist für Lego-Verhältnisse. Dann 10% doppelte VIP-Punkte, kommt jetzt demnächst wieder, kann ich euch auch gerne verlinken als Erinnerung, falls ihr da das Set kaufen möchtet. 225 Euro umgerechnet, natürlich wie gesagt über die Cashback-Punkte, 5,69 Cent Einzelteilpreis. Und wenn wir dann jetzt die Figuren abrechnen, bei 185 Euro 4,7 Cent Einzelteilpreis, ist natürlich so, dass es sich da lohnt. Und in den seltensten Fällen kommt man über Bricklink bei Einzelteilbestellungen so gut raus, was die Einzelteilpreise dann angeht. Ich habe euch das Set natürlich unten nochmal verlinkt, an der Stelle nochmal der Hinweis mit dem Affiliate-Link. Ihr kennt euch aus, kostet euch nichts mehr, wenn ihr darüber bestellt. Ich bekomme ein kleines Kickback. Jetzt aktuell, wo ich das Video veröffentliche, ist leider kein gutes Angebot auf Lego verfügbar. Heißt, weder doppelte VIP-Punkte noch ein GWP, was man mitnehmen könnte und dann gegebenenfalls aufbaut oder verkauft. Das ist ja manchmal auch tatsächlich ziemlich rentabel, wenn da GWPs für 70 Euro weiterverkauft werden und man das nochmal abzieht.
ja, ist man irgendwann bei 120 Euro, wenn man die ganzen einzelnen Sachen verkauft. Gut, man könnte jetzt noch übertreiben, Stickerbögen und die Anleitung verkaufen. Es gibt ja wirklich Leute, die kaufen das alles dann nochmal einzeln ab. Und dann schafft man es tatsächlich sehr, sehr weit runterzukommen. Theoretisch würde man es wahrscheinlich unter die 4 Cent Einzelteilpreis schaffen. Ist natürlich mit durchaus Aufwand dann verbunden, die Sachen einzeln zu verkaufen. Steht völlig außer Frage, aber es lohnt sich vielleicht für den einen oder anderen von euch, der so eine Grundmasse an Steinen aufbauen möchte, um selbst anzufangen zu mocken. Das war nämlich auch mein Hintergrundgedanke mit diesem Video. Und wie gesagt, ich konnte gleichzeitig auch anfangen, da hinten die weiteren Häuser zu befüllen, die im Moment noch leerstehend sind, weil das ist ja kein Geheimnis. Ich baue lieber Fassaden als den Innenbereich aus. Deshalb konnte ich das in dem Fall doppelt und dreifach nutzen mit diesem Video. War mal was komplett anderes heute. Ich hoffe, nichtsdestotrotz, dass es interessant war. Ein bisschen gebaut haben wir ja auch am Anfang der Folge. Jetzt am Ende dann, wie gesagt, aussortiert und die Fenster wären damit auch bereit, in den nächsten Modular Building Mocks die kommenden Folgen eingebaut zu werden. Also in diesem Sinne hätten wir jetzt das Ende für das heutige Video erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr, sehr gerne, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!